herzlich willkommen, liebe Leute. Was macht dieser Stuhl hier dran? Ma! Egal. Schnitt! Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einem neuen Part von Let's Play Animal Crossing New Horizon auf der Nintendo Schalter. Oder besser gesagt, Nintendo Switch. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich bin David und wir zocken heute Animal Crossing New Horizon. Wir haben heute Dienstag, den 21. April 2020. Hier nun Zeit für das neue Update. Wir haben jemand Neues auf unserer Insel, denn Locke haben wir gestern erfolgreich geschafft, auf die Insel zu holen. Und Locke ist dementsprechend ab heute auf der Insel. Das ist doch perfekt. Willkommen, Locke. Schön, dass du hier bist, ne? Und damit sind wir für die heutige Folge schon uns am Ende angelangt. Das ist ging ja durchaus auch sehr schnell. Ja, aber die Sandel News mit Melinda, das heißt die News mit Melinda sind ja doch in der Tat immer nicht so heftig. So, wir haben schon wieder was Neues in unserem Briefkasten, wie ich sehe. Nimm es wieder. Oh mein Gott, wir haben einiges bekommen hier, vor allem von Tamilla auch. Oh mein Gott, Jesus. Also, erst mal wieder was von Tom Nook Mine. Natürlich, das war das, was wir bei Tom Nook Mine bekommen. Oh mein Gott, das ist unser Pool, der angekommen ist. Wir müssen eine Stufe in der Story weitermachen, ich weiß, aber in dem Part heute baue ich meinen Pool auf. Das ist eine Sache, die will ich unbedingt jetzt heute machen. Ich habe mir schon überlegt, ich habe das irgendeine Stelle raussuche, wo ich meinen richtig krassen, tollen Pool hinbaue. Da ist ein Ameisenhaufen. Und ich glaube, ich baue meinen Pool hier hin. Da ist ja dieser eine schöne Baum. Aber den graben wir jetzt aus. Denn ich will hier den Pool hin tun. Weil der Pool, ich weiß, da ist ein Seebecken nebendran. Was heißt Seebecken? Ein Meer nebendran. Aber es sind, der Pool passt hier einfach 1:1 hin. Hallo, ich will das Ding nicht wegsaufeln. Ich will das versieben. Weil hier baust du eine richtig schön coole Poollandschaft hin. Und eine richtig schön coole Poollandschaft braucht natürlich auch. Ebenfalls letztes Mal schon bestellt ein Bademeisterstuhl. Dass da hier irgendwie falsch herumsteht. Muss man gleich mal wieder richtig rumstellen. Hallo? Ich will das eigentlich andersherum stehen haben, aber egal. Dann nehmen wir dich halt auch so rum. So, jetzt ist es richtig rum. So. Ja, also hier ist doch so ein netter kleiner Poolbereich. Hier vorne mache ich noch einen Zaun hin. Werde es nachher machen. Und hole es aus dem Lager. Und dann haben wir Äste hier so. Und unser kleiner Pool. Das ist doch eine durchaus coole Sache, für die man diese, den Bereich da doch sehr gut nutzen kann. So. Oh, und diese Brücke hier ist ja auch ein fertig. Yeah, jetzt haben wir schon zwei funktionierende Brücken. Also es fehlt auch noch, sagst du, Inseldesigner und sowas. Das ist alles Sachen, die plane ist, alsbald im Livestream alles mal zu sortieren. Nämlich morgen am Mittwoch. Dazu am Ende vom Part mal genaueres, was ich mir da eigentlich denn so gedacht habe diesbezüglich. So. Aber zuerst, weil ich habe ja nämlich einiges so mit Inseldesign und so weiter gedacht, aber dazu, wie gesagt, nachher mehr, was ich mir so gedacht habe. Warte, wir jetzt erstmal schauen. Ist, und ich kümmere mich gleich natürlich auch um die Sachen, die Tami nettenswerterweise, geschickt hat. Zuvor werden wir aber eben mal geschwänzt hauen. Lass mal hier unseren schönen Poolbereich hier mal ein bisschen einschäumen, damit da nicht See dahin kann, das ist ja ganz klar. Deshalb, jawoll, hauen wir hier einfach mal ein bisschen Zaun hin. Allerdings glaube ich fast, dass wir... Machen wir es dann am dümmsten. Ich glaube, wenn wir hier an dem Ding entlang zäunen... Also das Heulen ist so eine Sache, die funktioniert irgendwie in diesem Game noch nicht so gut. Generell das Befestigen von Heulen.
Das ist, siehe hier, das ist eine Sache, die funktioniert noch nicht wirklich gut und... Ja, das ist alles noch gerade recht nervig. Mann, was ist denn das? Ach, egal. Dann pflanzt einfach nur erstmal hier ein paar Schweine hin. Boah, dieses Schweinepflanzen in diesem Spiel. Ich will nicht raten, ne? Aber das ist, finde ich nicht gut. Ja, und da kann er was aber immer auch ganz hauen hinsetzen. Wieso kannst du nicht? So, hier kommt man doch so hinaus. Ja, dementsprechend machen wir jetzt hier noch. Reges Zäune gehen auch nicht. Also da hat man in Minecraft, finde ich, ist das mit den Zäunen viel, viel besser gehandhabt. Also das ist hier einfach nur lässerlich und nervig. Ja doch, hier geht es so langsam irgendwann irgendwie. Dann kommt man hier rein. Ich will jetzt hier auch so einen Exhaun haben. Wieso geht hier jetzt kein Exhaun? Nee, ich verstehe es nicht. Das triggert, ne? Merkt ihr? Merkt ihr es auch? Das triggert übelst. Wenn man hier irgendwo so einen Zaun hinbauen will. Dann geht dieser ganze Scheiß nicht. You know it? We all know it. Wieso kann ich jetzt genau keinen Zaun anbauen? Eine Sache, die es hier irgendwie einfach keinen Sinn ergibt. Oder liegt es an dem hässlichen Ding, was hier rumsteht? Oder vermutlich liegt es daran. Joa. Aber eigentlich wollte ich das Ding ja weiter hinten, aber das geht hier wegen der Schräge schon wieder nicht. Naja, egal. Nein! Ich wollte doch nicht ein scheiß Pool wegbauen. Und das mir unerklärt ist, die Grund lässt sich nichts ab und einfach keinen Zone mehr bauen. Ah, doch, jetzt hat geht's. Ich weiß erst nicht, weshalb man Ecken nicht übernimmt, aber das ist eine Sache, die werde ich wohl nie verstehen. Ja. Nein, da wollte ich keinen. Jetzt geht's. Ja, wenn man mit genug Abstand zur Stelle zeigt, dann meistens dann geht's. Oh nee, das ist alle die. Da ist halt Zimmer jetzt kein Zaun, weil der Zaun da einfach keinen Bock hat. So. Och nee, wieso passt das Becken jetzt hier nicht hin? Boah, geh. Go away. Aber jetzt bekommen wir es einen Kollaps, ne? jetzt mag das tolle Swimbad nicht mal. Das ist doch Wahnsinn. Oh, was ist das hier für ein Och nö.
Ich komme mich halt irgendwie nicht mehr vorbei, ne? Egal, dann mache ich jetzt die Deko hier soweit fertig. Mach das einen Teil weg, sodass ich hier. Als ob ich dann immer noch alles raus kann, ey, so ein Scheiß. Den mache ich jetzt von hier hinten. Von Sisara entfernen und mache es dann wieder hin. Meine Fresse, machen wir es halt. Da wollte ich es denn nicht hinbauen. Egal, so sieht es doch gut genug aus. Weil hier kommt man trotzdem nicht durch und dass er das als eigenes ergeißen wollte, ja? Hab mir ein nettes Foyer und dann hier den krassen Pool. Gut, dass mir auch nicht durchkommt, ich bisschen. Ja, ja nee, das triggert mich jetzt. Dann machen wir das hier einfach auch. Nein, ich will doch nicht ein scheiß Pool hier wegbauen, aber. Nein. Es heult sich darum, dass nirgendwo Platz ist. Was ist das für ein Scheiß? Was ist das nur für eins? Nee, also das Platzieren in diesem Spiel ist eine Sache, die geht einmal gar nichts für mich. Ganz ehrliche Meinung jetzt. Und das ist auch nichts irgendwie Hate oder sowas. Das ist einfach nur meiner Meinung nach nicht gut gelöst. Und nein, das sage ich nicht wegen irgendwelchen Sondermeinungen oder sonst was. Ich meine, ihr seht das ja auch. Mich triggert es, wenn ich wirklich dort hinstellen kann, wo ich es hinstellen will. Im Jahr 2019. Aber na immer gibt es hier ein Geschenk. Oh. Hier ein Dreirad. ich glaube, ich habe schon eins, aber Dreirad ist doch durchaus ganz lustig. So. Ich werde mal sehen, was ich hier noch im Laufe der Zeit hinbauen werde. Vermutlich wird es auch ein bisschen was sein. Das wird sich einfach zeigen. Ja, nee, das sieht scheiße aus. Ja, das ist. Ich will jetzt ein scheiß Pool wegbauen hier! Boah, nee, jetzt nervt es mich erst! Boah, ich kann nur scheiß meint hier immer wegbauen so müssen, ey. Ich komm, Raster hier. Das war kein schönes Raster. Ich will jetzt hier einfach nur ein Stück Zaun hinbauen. Wäre dies eventuell möglich? Das Game denkt so, nö. Danke, dass ich es doch auf die Pussen bekommt habt. So. So, das sind Becken, würde ich aber ganz gerne ein bisschen eher in die Richtung. So geht das jetzt so. Ah, hier bin ich mit der Soundlösung einfach noch nicht so zufrieden. Wird es zeigen, wenn wir das am dümmsten machen. Weil doch, theoretisch müsste jetzt ein eigenes von außen hier so bam.
ein Stück sind. Fehlt mir egal, es ist halt der Nebeneingang. I don't know. Ja, komm, das ist jetzt schön genug. Hat man da hier einen netten kleinen Pool. Das passt. Ich glaube, wir haben jetzt genug Zeit in Pool bauen investiert. Soweit. Überhaupt erstmal. Sollen wir noch mal was nette Tambilla uns gesickt hatten, also einiges dabei. Boah, aber als erstes das Mama noch was gesickt. Ich finde, es gibt nichts Schöneres als die Blätter der Kirschblüten. Oh, da gibt es ein paar Kirschblüten, das ist ja sehr nett. Und jetzt, was haben wir alles mit Tambilla? Lieber David, bitte, ja, ich sag danke. Ich möchte mich dafür bedanken, dass du immer für mich da bist, deshalb habe ich ein Geschenk für dich. Hoffentlich gefällt dir dein neuer... Bin immer gespannt, was es ist. Also, ich weiß es erst zu setzen. Ich bedanke mich, dass du da bist. Aber ich danke dir. Hoffentlich gefällt dir dein... neues Bordgerät. Yeah. Nice. Hoffentlich gefällt dir deine neue Nintendo Switch. Anime Kosten Horizons Witz. Oh, meine Tasse sitzen voll. Was haben wir hier noch? Neue Smartier-Mütze. Nice. Das ist erstmal echt cool. Packen wir noch gleich mal Sachen aus, die wir hier essen haben. Also, all die Teile, wie immer. Vielen, vielen Dank. Basketballkorb, yeah. Und ein Ball. Perfekt. Und ein Billardtisch. Und ein Fahrradergometer. Aber wirklich, das ist echt nett, was du da immer mir in Game mir senkst. Das ist. Weil es wirklich das Herzen haben, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Also, ja, es kommt mir nicht bedankt. Also immer, das ist. Wenn ich immer Videos mache, ist halt immer Videos mache. Wenn ich es mache, hust. Und vor allem da bin, was jetzt wirklich probiere, auch wieder mehr zu tun, aber ihr merkt es in die Tage, ist. Machst es wirklich der voller Leidenschaft auch zu Rest. Und. Ich muss auch, glaube ich, mal wirklich bei euch für den krassen Support und alles bedanken. Und zwar zu Rest. Ja. Weil das ist wirklich auch Wahnsinn. Ja. Und das weiß ich erst zu setzen. Und dafür auch wirklich bald großes Dankeschön an alle, die immer bei den Livestreams dabei sind, mich auch in Anime Crossing supporten, sonst überall supporten. Tamilla, Sophie zum Beispiel. Und es gibt noch so viele weitere Leute. Das ist toll von euch, das weiß ich erst zu setzen. So, schauen wir mal, ob mein Basketballkorb ist. Kann man den draußen hinmachen? Ich glaube, prinzipiell geht das Generation. Machen wir doch einfach mal hier hin, wenn da Platz ist. Aha! Ist ja nice. Und dann Ball. Wird neben dran platziert. Perfekt. Subidupi. Ich glaube, ich werde hier. Ob es hier auch nochmal. Hier hinten haben wir so eine Brücke. Dieses Feuer. Noch ist ja nicht Abend. Also noch muss das Feuer ausbleiben. So, was hatten wir noch? Vor allem habe ich wieder genug Platz, um die restlichen Sachen noch mit abzuholen. Ah, so kam es aber nicht mehr an meinem Briefkasten. Das ist nicht so gut. Hallo? Tu mal den Ball ein paar Meter weiter hin tun. So, da passt er hin. So. Die Anime Crossing New Horizons für Sub ist tatsächlich schon einmal, aber trotzdem soweit auch vielen Dank. Wirklich vielen, vielen Dank, Leute. Die Karten sind gleich in die andere Stellen. Also, das ist erst. Yeah! Meine Switch-Sammlung erweitert ist. Und die Smartier-Mütze. Ja, nice. Sieht doch auch ganz nett aus. So, und ein Fahrrad-Diagometer. Das. Das ist so ein Ding, ja, moin, das kommt direkt in die Sportecke. Kommt direkt immer Sportstudio. Da ist kaum noch Platz. Ich glaube, da wird der Billardtisch dran glauben müssen, weil der ist leider Gottes kein Sportgerät. So, jetzt sehen wir doch gleich hier neben das, hallo, nein. Ja, jetzt haben wir zwei Fahrradgarometer, das ist auch eine nette Sache. Weil ist es überhaupt eins? Bin mir gerade gar nicht mal sicher, aber. Doppelt hält besser, so kann zwei Leute gleichzeitig trainieren. Das ist auch mal eine nette Sache. Ja, ja, wollt's, wenn die beiden einfach direkt
nebeneinander in dem Sinne, dass dann kann auch noch der Flipper hin. Ja. So funzt das doch. So, perfekt, der Sportraum hier. Ja, ist eigentlich erst ein krasser Sportraum mit Musikecke und einem Flipper, ne? Irgendwie, ich glaube, im Laufe des Games, wenn mein Haus mal deutlich größer ist, will ich definitiv in dessen Sache, die will ich unbedingt einen Retro-Raum machen. Wenn da mal eine Suitbox rüberkommt, Flipper, Arcade-Automaten, weil ich bin ein Typ, ich mag das im WDF auch sehr. So, Retro-Songs, ne? So aus 60ern, 70er, 80ern. Gerade aus der, so eine, was man von Amis her so gab. Das ist echt tolle Sache. Ah, da sind Tassen. Ich soll die tun mal. Ah, Soligen Blumen. Die stellen wir auf den Tisch drauf. Und das Dreirad stellen wir nochmal aus dem anderen Dreirad, was wir eben haben. Immerhin haben wir zwei Dreiräder. Das ist nochmal eine coole Sache. Perfekt. So, eine Sache, die ich auf jeden Fall auch sagen wollte, ist, was meine Rübenpreise für heute sagen. Und dann sehen wir mal weiter. Ich glaube, ich werde ab morgen, ab dem Mittwoch generell auch irgendwie das sagen, dass ich zwei Animal Crossing Parts pro Tag aufgenommen bekomme, weil bei einem kommt man halt nur so mäßig weit. Oh, da gibt's den, Toaster. Toaster ist das so ein Schick. Ja, komm, den nehmen wir. Muss sein. Weil bei solchen Geräten werde ich wach. So. Also, ich will einmal schauen, was der Rübenpreis ist für heute. Ach komm, 54 Sterne, das ist doch lässerlich. Was deutlicher Top-Ankauf? Holz-Tischspiegel, okay. Okay. Nee, sonst ist soweit alles gut. Passt. So. Gut, gut. Auf Wiedersehen. Vielen Dank, Dankeschön. Adios. So, also liebe Leute, ich will noch ein bisschen was ankündigen für heute, denn der Plan ist, heute am Dienstag mache ich am 20 Uhr einen Animal Crossing Part. In dem Part heute ist Online Part, wie das heißt, ihr könnt auf meine Insel kommen oder ich war auf eurer Insel. Also einfach Community-mäßig unterwegs und morgen mach mal wieder einen XXL Animal Crossing Part, den mache ich am Nachmittag. Was eigentlich ist von 17 bis 19 Uhr oder so, oder von 16 bis 19 Uhr, mal sehen. Den XXL-Part werde ich morgen dann mal schauen, dass ich meine Insel verschönere. Also zum Beispiel, ich werde mir mal Designer-Wege machen und dann Wege verlegen und all sowas. Zumindest werde ich das in die Wege leiten, das funktioniert. Und einfach schauen, dass ich meine Insel verschönere, das mache ich morgen. Was morgen meinen fetten Part. Mittwoch, morgen mache ich den. Quasi ein extra Livestream. Das ist der Plan. Aber eben heute Abend erstmal Community Part 20 Uhr Animal Crossing. Ich möchte mich freuen, wenn ihr da wieder einschalten würdet. Das war es jetzt soweit hier für das Video. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao.